Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. So, gibt es jetzt hier noch eine Pflanze? Blau. Schön. Kommt es euch nicht vor wie in einem Wartezimmer? Fehlen noch irgendwelche alten. Das ist schön, Poster Verdauung. Damit auch alle wisst hier, was euch zukommt. Genau. Lichtenbrunnen. Ein Jack-O-Lantern, ja klar. Ein Seilzaun, eine Mülltonne, Außendekoration. Ja. Ach, stattet alle Räume aus, okay. Da muss ich irgendwo drauf platzieren. Biologischer Abfall. Ist normalerweise direkt neben dem Arbeitstisch. Hier an solchen Stellen findet man die für gewöhnlich. Was? Was sehr unwahrscheinlich. Warum nicht? PC macht mehr Sinn da drauf. Da können wir den mit draufpacken. Ein Sehtest. Ach hier. Was ist das? Untersuchungslampe. Kommt wahrscheinlich nicht mehr dran. Patient erstmal drüber fliegen, warum nicht? Die optionale Ausstattung beinhaltet in der Regel Dekoration oder Objekte, die im gegebenen Raum keinen bestimmten Zweck erfüllen, sondern nur die Umgebung verbessern. Jetzt brauchen wir noch einen Arzt in einer funktionierenden Klinik. Wir werden einen mit Hilfe unseres Ingame-Tutorials einstellen. Die sind auch im Sandbox-Modus verfügbar. Ja. Neues Personal. Klicke auf einen Arbeitsplatz in einem gewählten Zimmer und die linke Seite bla bla bla. Ja. Neues Personal ist und folgenden Anweisungen. Wie ist das da hingekommen? Ich habe doch rechts. Oh, ist ja auch egal. Ah, hier. Aha. Hat ja gut geklappt. Ich. Da brauche ich auch niemanden. Da brauche ich auch niemanden. Klicke auf ein Arbeitsplatz. Ach, hier wahrscheinlich. In einem gewählten Zimmer, die linke Seite betrifft Tag. Okay, Tagdienst. Jetzt verstehe ich das Sinn. Allgemeinmediziner. Oberarzt, Spezialist. Oh, der ist gut. 66, also er muss seine Approbation bald abgeben. Ein Oberarzt, der so scheiße ist. Er wird nicht lange Oberarzt bleiben, glaube ich. Errungenschaft freigeschaltet. You are hired. Klicke auf einen Arbeitsplatz in diesem Zimmer. Die linke Seite betrifft Tagesrechnung. Ja.
Wenn du mehrere Abteilungen hast, kannst du zwischen ihnen wechseln, indem du die Symbole in dem Hauptfenster benutzt. Wähle Radiologieabteilung aus und öffne den Verwaltungsmodus erneut. Überprüfe, welche Räume du für eine funktionierende Radiologie brauchst. Baue sie, rüste sie aus und besetze sie mit Personal. Alle roten Warnungen müssen erledigt werden, um die funktionierende Abteilung zu haben. Überprüfe, welche Räume du für die funktionierende Radiologie brauchst. Ambulanz. Ach, nee, warte mal. Radiologen. Macht Sinn. Das war's. Ich brauche nur einen Radiologen. Mhm, ja. Ach, ein Röntgenraum. Oh, ich bin ja auf Ambulanz. Ich muss sagen, das Tutorial ist für mich verwirrend. Oh, die gibt's auch fertig. Röntgen. Okay, haben wir denn hier Cardio, Ultraschall? Ne, brauche ich nicht. Radiologie wäre nicht schlecht. Nee, mein Toilette ist besser. Im Wartezimmer haben wir doch auch. Oh, das ist noch nicht fertig. Warte nochmal, Automat. Das Ding hat alles, was es braucht. Oh, ein Wasserspender wäre natürlich nicht schlecht. Sehr schön. Wartezimmer ist immer noch kein Wartezimmer. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Radiologie. Ich brauche ein Wartezimmer, aber ich habe doch ein Wartezimmer. Ach so, hier fehlt mir wahrscheinlich noch die Radiologin oder der Radiologe. Biochemie. Die hat einen guten Mittelwert. Oh, da ist das die Sachen hier brauche ich. Röntgen habe ich. Eine Angiografie, brauche ich eine Angiografie dafür? CT. MRT. Keine Ahnung. Bauen von allem etwas. Abstellraum. Computertomographie, warum nicht? Nee, ernsthaft, ich kapiere es nicht. Ich bin zu doof. Hä, der Feigzeug. Ja, das ist schön. Ach. Oder heißt das, die Sachen brauche ich alle? Du wirst lachen, tatsächlich brauchst du für Radiologie einen Abstellraum. Ah, jetzt brauche ich noch eine Kardiodiagnostik und Ultraschall. Jetzt kapiere ich das. Jetzt verstehe ich es. Ist ja erstmal alles nur rudimentär. Das Wartezimmer, wieso habe ich kein... Gut, dann nehme ich halt ein fertiges blödes Wartezimmer. Hat doch alles, was es braucht. Wieso zählt das Wartezimmer nicht als Wartezimmer?
Personal. Machen wir noch so ein Ding. Ist jetzt erstmal nur vorsorglich. Aber... ist es vielleicht zu weit weg? Du... Gott, das Spiel scheint echt kompliziert zu werden. Hier ein Hausmeister. Was kannst du so? Effizienzfertigkeit. Du bist besserer Kardiologe. Was haben wir denn noch hier alles? Gott, das Spiel macht mich jetzt schon fertig. Also, warum wir den einstellen hier? Wieso kann ich nicht einfach einen fertigen, blöden Warteraum nehmen? Okay. Warum ist das kein Wartebereich hier? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das ist doch auch ein Wartebereich. Ja, das ist gut. Gibt es überhaupt einen Eingang? Ist dieses Krankenhaus überhaupt dicht? Das ist doch alles... dieses Krankenhaus ist total offen. Das ist ein interessantes Managementsystem. Kann jeder einfach so von der Straße hier reinlaufen? Ah, super. Ihr verarscht mich. Du hast kein Wartezimmer. Dann baue ich eins hier hin und die Leute gehen in mein Wartezimmer. Befrag mal schneller. Okay, Fingertaubheit, Druckempfindlichkeit, Bewegung. Ein Golfellenbogen. Sicher, dass es kein Tennisellenbogen ist? Ach, der macht das ja selber. Ach so, stimmt, da brauche ich eigentlich gar nichts machen. Ich hab doch so einen Arsch da, der das macht. Eisumschlag. Oh ja, die sind wesentlich schneller als ich. Wahrscheinlich, weil ich nicht alle Diagnosen machen. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nichts machen. Ich habe ja Ärzte dafür. So machen das Chefärzte übrigens auch. Oh ja, ich gehe einfach mal hier raus. Das ist halt sehr... Also wenn das jetzt auch alles mit Grünzeug behangen wäre, dann wäre es wirklich interessant. Und wenn man mal irgendwas braucht von der Straße oder so, dann geht man hier rein und nimmt sich was man braucht. Oh, wir machen Gewinn. Drei Patienten am Tag. Was ist das hier eigentlich? Angestellte Mitarbeiter. 250 maximal. Die Toiletten sind auch geil. Wie bei den Römern damals. Geschäfte machen. Muss gar nicht schön sein. Die können alle nebeneinander stehen und pinkeln. Was hast du so? Fußprellung, Metatarsalfraktur. Ach, das bist du beim Röntgen. Ja, ich schaue hier gar nicht teilweise hin, wenn ich ehrlich bin. Fußverletzung. Druckempfindlichkeit, Hämatom. Schwellung, Schmerz. Bevor wir fertig sind, werfen wir einen Blick auf die letzte Kategorie und eine tolle Zeitersparnis. Raumvorlagen. Ja... ja, klar, schön. Oh, Neurologie. Arztzimmer, Orthopädie. Raumvorlagen sind wirklich schön. Was ist das hier? Ach, innere Medizin. Chirurgie ist verboten, ist Kardiologie, oder?
und intensiv. Ja. Oh, Abstellraum. Du hast jetzt einen voll ausgestatteten Raum platziert. Er wird auch automatisch in den Grundriss eingefügt. Du kannst ihn natürlich genau wie deine Bedürfnisse anpassen. Gut gemacht. Es ist wie Fahrradfahren, nicht wahr? Er hat eine Fußprellung gehabt, das wollte ich noch wissen. Errungenschaft freigeschaltet. Resident. Wie lange spiele ich jetzt schon? Tutorial 3. Lerne die Regeln der Krankenhausverwaltung und mache mit dem Prozess der Aufnahme vertraut. Kampagne, Herausforderung. Das Tutorial schafft mich schon. Hey Chef, nachdem wir das Diagnostizieren und Bauen aus dem Weg geschafft haben, wussten wir, dass du noch ein weiteres Talent hast, das dich wieder ein wenig auffrischen. Lass uns einen genauen Blick auf die Krankenhausverwaltung werfen. Wir können mit der Verwaltung anfangen. Fang gleich an und wechsel zum Verwaltungsmodus. Dieser Modus gibt dir alle Informationen über deine ausgewählte Abteilung, deinen zugewiesenen Panel und deinen Räumlichkeiten. Es fungiert auch als Funguspilz, auch als Checkliste, um deine Abteilung richtig zum Laufen zu bringen. Du kannst dir aussuchen, wer der Oberarzt wird. Sei vorsichtig mit deiner Auswahl. Es kann große Auswirkungen auf die Produktivität deiner Mitarbeiter haben. Oder ich ernenne einen Chefarzt, der dann alle anschreit permanent, dass die Assistenzärzte permanent gehen. Kann man auch machen. Dein Sicherheitslevel ist eine sehr wichtige Einstellung bezüglich deiner Diagnosen. Es bestimmt, wie vorsichtig deine Ärzte die Entscheidung für eine Diagnose treffen und wie genau sie nach versteckten Symptomen suchen. Arbeitsplätze bestehen aus einem Schreibtisch, einem Stuhl und einem PC. Wenn sie korrekt gebaut werden und tauchen um Verwaltungsmodus auf, ja. Durch sie stellst du deine Mitarbeiter an. Sie zeigen den Tag- und Nachtdienst an. Sehen wir uns deine Anstellmöglichkeiten an. Klicke auf deinen leeren Arbeitsplatz, ohne Batterie die Anstellungskarte zu öffnen. Hier siehst du 4 Jobkategorien: Ärzte, Pflegerin, Technische Assistenten und Hausmeister. Du kannst die Erfahrung, Fähigkeiten und Höhe des Gehalts einsehen. Auch die Charaktereigenschaften spielen eine große Rolle, sind aber oft unbekannt. Wenn du nicht glücklich mit der Auswahl deiner Kandidaten bist, wird die Jobagentur gegen eine kleine Bezahlung glücklich sein, dich mit einer neuen Auswahl an Kandidaten zu bestücken oder versteckte Eigenschaften für dich aufzudecken. Das war wieder typisch. Da fällt mir die Geschichte mit dem Klempner ein. Du stellst jemanden an, indem du sein Porträt klickst. Du kannst von der angestellten Karte aus auch einen Arbeitsplatz zuweisen, nachdem du ihn angestellt hast. Siehst du die erlaubten Rollen für den Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz? Hausmeister als Arzt, er ist Dr. Proper. Sehen wir uns deine Angestellten genauer an. Öffne die Angestelltenkarte auf deine Mitarbeiter. Klicke entweder im Verwaltungsmodus, wenn du besessen Arbeitsplatz hast, oder in Angestellten im Spielmodus. Jeder Mitarbeiter hat verschiedene Werte des Erfahrungslevels. Das Erfahrungslevel, die Fähigkeiten und die Spezialisierung. Für technische Assistenzen und Pfleger gibt es 3 Erfahrungsstufen. Für Ärzte 5. Wenn der Mitarbeiter ein Level aufsteigt, werden weitere Spezialisierungen verfügbar. Fähigkeiten sind spezifisch und für die jeweilige Mitarbeiterkategorie, können aber mit der Zeit verbessert werden. Du kannst mehr über die individuellen Fähigkeiten in den Kurzinfos lernen. Ja. Ja, das denke ich mir. Unbeaufsichtigt ist schlecht für die Zufriedenheit. Langweilt, ausgeruht. Spezialisierung geben dir die Möglichkeit, in bestimmten Abteilungen zu arbeiten oder erlaubt es, in Räumen spezielle Untersuchungen oder Behandlungen durchzuführen. Ärzte können entweder 1 oder 2 Spezialisierungen haben. Die erste erlaubt es, grundlegende Arbeit in einer bestimmten Abteilung durchzuführen und steht allen Ärzten ab Level 2 zur Verfügung. Die zweite bezieht sich in der Regel auf Operationen oder Diagnosen und ab Level 4 Chefarzt verfügbar. Durch Zuweisung von Rollen kannst du kontrollieren, welche Aufgaben ein Mitarbeiter ausführen darf. Auf diesem Weg kannst du sicher gehen, dass der Mitarbeiter frei ist, wenn er wirklich gebraucht wird. Ein Beispiel wären da die Operationen. Sehen wir uns die Verwaltungswerkzeuge für das gesamte Krankenhaus an. Öffne die Krankenhausverwaltungskarte, indem du auf eine der Kategorien im Hauptfenster klickst.
Diese Karte beinhaltet 5 Kategorien: Abteilung, Statistik, Versicherung, Ambulanzen, Budget und Statistik. Wirf hier öfter mal einen Blick rein, um die notwendigen Rückmeldungen zum Betrieb eines effizienten Krankenhauses zu bekommen. Ah ja. Notrufe 0 von 3. Also, kenne ich anders. Kommen wir nur zum besten Teil. Unser Krankenhaus benötigt jetzt eine funktionierende stationäre Aufnahme in der Allgemeinchirurgie. Switch to Department Management and Select Surgery. Ja, schön übersetzt. Ja, habe ich gemacht. Der Empfang fehlt. Missing a General Surgery Department in Bildsam. Ein Empfang. Warum brauchen die einen Empfang? Ich verstehe es nicht. Bereitschaftsraum, Abstellraum, Normalstation, Empfang ist nicht dabei. Lass mal schön auf Mittel. Bin mir nicht sicher. Also mit den Räumen habe ich es noch nicht so ganz. Ist ein Haken. Kapiere ich nicht ganz. Tut mir leid, ich bin dumm, ich stelle einfach mal Leute ein. Ich kann ja eh noch nicht viel falsch machen. Hier und du. Ist immer noch rot, warum auch immer. Da. Aha, macht's nicht besser. Ernsthaft, ich habe keine Ahnung, was. Das mit den Räumen macht mich wahnsinnig. Weil ich jetzt aber auch am Tutorial. Ach, warte mal, hier steht ja was. Ja. Warum steht es diesmal nicht hier? Überwachungsstation fehlt also. Das verstehe ich. Da wir jetzt die stationäre Aufnahme am Laufen haben, wird uns ein Rettungswagen unseren ersten Patienten bringen. Das sollte nur eine Minute dauern. Ich will nicht so lange warten. Lass uns kurz das Spiel pausieren, damit du den Patienten einfacher auswählen kannst und dann unter deiner Kontrolle hast. Ja, so finde ich das gut. Hypovolemische Schockwarte, offene Wunde. Stichverletzung? Ja, Blutverlust und hypovolemischer Schock hängen sehr stark zusammen, aber ja. Nun, lass uns unseren Patienten durch den stationären Aufnahmeprozess folgen. Das kann in Notaufnahmen, Untersuchungen oder im Traumazentrum starten. Patienten werden zur Überwachung eingewiesen, wenn der Patient eine oder mehrere gefährliche Symptome zeigt oder wenn es keine klaren Diagnosen gibt. Wenn eine Diagnose festgestellt wird, der Patient behandelt und nach Hause geschickt oder in der nötigen Abteilung des Krankenhauses stationär aufgenommen. Ja, ich habe irgendwas falsch gelesen, egal. Wenn der Patient in einem Überwachungsraum liegt, werden die folgenden Untersuchungen vom Personal aus dem Bereitschaftsraum durchgeführt und die Ärzte in den Arztzimmern werden sich andere Patienten widmen. Das Traumazentrum ist eine wichtige Einrichtung zur Behandlung verschiedener Traumata, Unfälle und der meisten kritischen Fälle, die vom Krankenwagen eingeliefert werden. Traumazentren funktionieren wie Überwachungsräume. Solange keine klare Diagnose gestellt wird, wird der Patient hier untersucht. Jetzt zurück zu unseren Patienten auf dem Weg zum Traumazentrum. Versuche herauszufinden, was ihm fehlt und erstelle eine klare Diagnose. Ah ja, abdominelle Verletzung mit Blutverlust und hypovolemischen Schock. Verdammt, bin ich gut.
Da brauche ich keine Differenz. Ja, ich sollte mal gucken. Eine Bluttransfusion wäre auch nicht schlecht. Andererseits musst du eigentlich... Oh, da blutet ja alles voll. Macht das jemand sauber? Wieso ist das hier voll geblutet? Der ist hier reingekommen, verdammt. Milzruptur. Ach, hier steht ja Milz oder Leber. Ah, okay. Beides schlecht, weil kannst du super gut verbluten. Da bringt auch die Bluttransfusion nicht, der muss operiert werden. Das kann man hiermit ab. Mit einer Sonographie kriegst du es raus. Da war Abtasten jetzt eigentlich schwachsinnig. Ich sollte vielleicht mal schauen, was die Leute haben. Milzruptur heißt, Milz wird entfernt. Das ist Milzruptur. Mit einer klaren Diagnose wird der Patient in einer entsprechenden Abteilung stationär aufgenommen. Jede Abteilung hat zwei Arten von Stationen, normale und Überwachungsräume. Die normale Station ist für Patienten ohne ein Risiko lebensbedrohender Zustände geeignet. Überwachungsräume sind für Patienten mit einem Risiko eines Kollaps oder lebensbedrohlicher Zustände geeignet. Diese sind mit Überwachungsmonitoren zur Kontrolle der Vitalfunktion ausgestattet. Also er wird seine Milz garantiert verlieren. Wenn Patienten kollabieren, können diese auf der Intensivstation überwiesen werden, wo lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet werden und die ständige Betreuung bekommen. Die Intensivstation ist nicht nur eine Stationsart, sondern auch eine eigenständige Abteilung. Also, was ist der nächste Schritt für unsere Patienten? Lass uns die Abteilung wechseln. Lies den Hinweistext zur Diagnose, um herauszufinden, welche Abteilung diese behandeln kann. Die Chirurgie? Lass uns auf unseren Patienten warten, bis dieser zu seinem Zimmer gebracht wird. Der Raum wird nach Schwere der Symptome des Patienten gewählt. Tipp, du kannst dem Patienten folgen, indem du zerstückte Kreuz im unteren Ecke des Bildes anklickst. Linke untere Ecke. Nee. Schön, wie einfach mal alles vollgesaut wird. Krankenhäuser arbeiten rund um die Uhr und mit einigen wichtigen Punkten auf der Tagesordnung. Die Arztvisite findet jeden Morgen statt, wenn der Arzt seine Patienten besucht und weitere Untersuchungen hat. Das habe ich ja vorhin gesagt. Pflegerinnen überprüfen regelmäßig Patienten auf der Überwachungsstation. Es passiert das häufiger, ja. Sie bemerken gefährliche Symptome und benachrichtigen Arzt, um den Patienten genauer zu untersuchen. Intensiv mindestens einmal in der Stunde werden die Vitalsysteme Vitalfunktionen überprüft. Auf Normalstationen eigentlich im Grunde einmal am Tag. Pflegerinnen teilen ebenso Mahlzeiten und Medikamente in verschiedenen Formen je nach Verschreibung aus. Und was passiert, wenn alles total schief geht? Naja, manchmal passiert es auch. Passiert es, auch wenn du alles richtig gemacht hast, dass Patienten sterben. Anmerkung, Tote können im Optionsmenü deaktiviert werden. Patienten werden dann stattdessen abtransportiert. Aha. Behandle deinen Patienten. Alle lebensgefährlichen Symptome, bla bla bla. Manche bleiben verborgen. Ah ja, also wenn ich nichts mache, dann sterben die Leute. Heftige... Ja, das ist eine Milzruptur, verdammt nochmal. Klar, ich mach bestimmt... Hä? Der hat eine Milzruptur, verdammt nochmal. Der muss in den OP, der braucht keinen Druckverband. Ich weiß nicht, auch mal auf den Intensiv ein. Ach, da ist das X.
Übrigens, Blut kann man auch ausstellen, aber sehe ich jetzt nicht ein. Und ja, intensiv ist eigentlich auch richtig, aber das ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass so jemand auf der Intensiv liegt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass er immer noch alles voll blutet? Sag mal, wie ineffizient seid ihr hier? Er kriegt seine OP, kommt auf die Malstation und wird dann auf Intensiv gebracht, nachdem er alles voll blutet. Schön. Hypovolemischer Schock, das ist schlecht. Intubiert. Ja. Der Typ braucht Adrenalin, schätze ich mal. Ich würde gerne mal das Blut an. Vielleicht hat er eine Sepsis. Das auch noch mit dazu. Könnte ganz gut sein, dass er eine Sepsis hat. Wundinfektion. Hoffentlich haben wir alle wichtigen Aspekte der Krankenhausverwaltung und der stationären Versorgung behandelt. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren, weshalb wir deine Hilfe erbeten haben. Wir sehen uns im nächsten Krankenhaus. Wird er durchkommen? Unbeweglich. Durch Operationsverlauf verbreitete Infektion. Oder durch das offene Bauchtrauma. Könnte natürlich auch Grund der Infektion sein. Ist nur so eine verrückte Vermutung von mir. Klar, Operationswunden können sich wunderbar infizieren, aber mittlerweile, wir sind nicht mehr in den 70ern, läuft das eigentlich ziemlich steril ab. Ich schätze mal eher, die Wundinfektion ist der Verletzung geschuldet, nicht der OP. Die OP hat ihm das Leben gerettet. Okay. Ich würde aber sagen, Attending. Das soll für die erste Aufnahme mal reichen. Das war Let's Play Project Hospital für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und würde ich sagen, beim nächsten Mal probieren wir uns einfach mal die Kampagne. Denke ich. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.